Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Gaia Nuzlocke Part. Im letzten Part haben wir den ersten Orden erhalten und unser Team besteht, wie man hier sieht, aus Zubat, Zigzags, Pixie, Drasler, Blinver und Meryl. Und in diesem Part müssen wir die Startsekunden, denn wir suchen etwas Spezielles. So, es hat sich herausgestellt, dass mein Vater auch nichts wusste. Dann müssen wir weiter suchen. Ja, aber wo müssen wir noch hingehen? Das ist die Frage. Oh lol, das ist ein Chanera. Ein cooler Chanera-Sprite finde ich hier. Und was ist das? Wir gehen einfach mal dahin lang. Okay, Train. Das sieht wahrscheinlich richtig aus, da wir den Archäologen sehen. Den Professor in diesem Spiel. Das sieht wie der Ausgang, den wir gesucht haben. Ich werde gehen und du holst Yu. Okay, dann holen wir halt Yu Arkan-Tunnel. Okay. Wow! Wie habe ich das noch nie gefunden? Den erlebt er hier, denn seine Eltern sind hier. Diese Tafel ist faszinierend. Sie sieht so aus wie die in Aachentown, oder? Diese Glyphen an der Basis, sie sehen ähnlich aus. Ach ja, ich erinnere mich. Ein alter Freund von mir hat diese Sprache gelernt. Sein Name ist Herschel, er ist auch ein Pokémon-Trainer. Wenn wir diese Sprache übersetzen wollen, dann brauchen wir ihn. Ich habe zuletzt gehört, dass er nach Aero City gegangen ist, zum Museum. Ihr beide solltet gehen und ihn finden. Nun gut, Train, ich werde jetzt schnell nach Aero City gehen. Was sagt der Professor? Herschel sollte im Aeros Museum sein. Hoffentlich mit seinen Assistenten. Wir können dann die Sprache übersetzen. Tablet heißt ja eigentlich Tafel. Also wundere mich, ob mit dem wirklich das gemeint ist. Aber nun gut. Ich glaube, wir müssen rechts gehen. War das nicht so? Areos Road, also hier könnten wir neues Pokémon fangen. So, frech werden wir hier benutzen. Und welches Pokémon halten wir in dieser Route? Wir haben einen Supertrank gefunden, yay! Und wir erhalten... Oh mein Gott, Skiddo! Es ist ein Sixth Gen Pokémon, kann es sein, dass das selten ist? Auf jeden Fall ist das ein... Pflanzen-Pokémon, das safe jetzt ins Team kommt. So, Supersonic, dass wir es noch verwirren, dass es sich vielleicht selbst schwächt. Und jetzt werden wir schon Bälle werfen. Also, ich habe Bock, Chefrum zu benutzen. Ich habe es noch nie in einem Blazerow benutzt. Also, ich bin gehypt auf dieses Pokémon. Das muss ich schon sagen. Und wir haben Skiddo gefangen. Natürlich müsste es man jetzt irgendwas mit nennen, Drescher. Das wäre eigentlich passend für das Pokémon Skiddo. Cooler Name Skiddo. Das klingt wie ein Spitzname für irgend so einen Menschen. Das wäre eigentlich cooler Spitzname. Es ist weiblich. Nein. Wir einen niedlichen Spitznamen für dieses Pokémon. Ich überlege mir einen. Leute, wir nennen es Mähi. Aber gibt es kein in diesem Spiel? Okay, es ist ein Englischspiel, dann ist es klar, dass es hier kein Umlaut A gibt. Also nennen wir es Mähi. Wir nennen es Mähi. Das ist doch ein cooler Name. Mähi wie Ma. Ich denke, dass der Name passt zu diesem Pokémon. Okay. Ist das ein Trainer? Ja, das ist wahrscheinlich ein Youngster. Youngster Joy. Aus der zweiten Generation. So ein Meme.
Welche Pokémon hast du, Fampi? Okay, wir wechseln raus in Bunny. Ich denke, Bunny wird etwas tanken, hoffentlich. Tackle macht 7 KP Schaden. Wir gehen auf Bubble. Ich finde es richtig cool, dass hier in diesem Spiel Bubble. So stark wie Aquaknarre ist und hat ja auch noch den Nebeneffekt, dass es die Initiative vielleicht senken kann. Okay, Walzer. Okay, wir wechseln Plinfer raus. Hoffentlich kann Plinfer etwas tanken. Nicht von Bubble. Okay, das Fampi, das war gerade eine Bedrohung. Das ist nicht so gut. Jetzt kommt... Okay, Bunny reicht Level 10, das ist sehr schön. Und will ein Igler lernen. Sicherlich nicht. Nun gut. Rollouts, wer will Walzer lernen? Okay, gegen Mudsport, denn wir werden Nassmacher, glaube ich, nie verwenden. Fletching. Rita müsste das vielleicht schaffen. Es ist ja in diesem Spiel, oder weil es sich noch nicht entwickelt hat, vom normalen Flugtypen. So Leute, aber mal by the way, wie ihr das erste Mal X und Y gespielt habt, beziehungsweise ob ihr es überhaupt gespielt habt, schreibt das in die Kommentare. Ich habe Y zum ersten Mal gespielt, denn ich finde Yveltal viel cooler als Xerneas natürlich. Das ist so ein Unlicht-Pokémon, so ein starkes Unlicht-Pokémon, so unheimlich. Aber Leute, unterhalten wir uns mal, wenn ihr X und Y gespielt habt, mit welchen Pokémon habt ihr es durchgespielt? Wenn ich mich richtig erinnern kann, mein Team, das war wirklich, ja, 0815 vielleicht. Auf jeden Fall mit Fünks, das wir im Phoenixis bekommen. Dem Anfang habe ich einen Frosch, Froxy und Igemaro eigentlich nicht so gemocht. Da fand ich einen Feuerfuchs viel cooler. Ich habe gehofft, dass er so richtig coole Entwicklung hat und ja, es ist okay. Die Entwicklung von Fünks ist okay. Phoenixis ist in Ordnung. Dann als nächstes konnte man sich ja, wenn man X und Y zum Release hatte, konnte man sich ja ein Flamely mit Temposchub runterladen, habe ich mir auch besorgt. Das Pokémon habe ich auch benutzt zum Durchspielen. Dann ein Glurak natürlich, Glurak Y. Weil Glurak mein Lieblings-Pokémon ist. Und jetzt haltet euch fest, Pikachu? Ja, Pikachu. Und dann wollte ich noch ein spezielles Pokémon ins Team tun, nämlich Pyroleo oder Litleo. Da als Pokémon wollte ich auch noch mal ein Team haben, aber dann dachte ich mir, ja, 4 Feuer-Pokémon sind so heavy, also habe ich dann dieses Pokémon nicht ins Team hinzugefügt. Finde ich okay, wenn ich so nachdenke, aber ja, dann habe ich noch Mega Lucario im Team gehabt und Lapras. Man könnte sagen, 0815-Team, wer hatte Lucario beim ersten Playthrough nicht im Team oder in der Kanto-Start? Wirklich, wer hatte diese Pokémon nicht im Team? Ich glaube, jeder beim ersten Playthrough. Und Lapras, denke ich, haben auch viele im ersten Playthrough im Team gehabt. Das hat man so einfach geschenkt bekommen. Man braucht ja ein Surfer-Pokémon. Man hat einfach so ein Lapras geschenkt bekommen. Lucario hat man geschenkt bekommen. Ein Glumanda habe ich geschenkt bekommen. Ein Flamely könnte man auch sagen. Ich habe es mir heruntergeladen. Und Pikachu habe ich mir so gefangen. Und für nächstes hat man ja auch geschenkt bekommen. Also habe ich, kann man 5 Pokémon geschenkt bekommen, außer Pikachu. Also, ja, das heißt schon eigentlich etwas, könnte man sagen. Pikachu habe ich aber nicht zu einem Raichu entwickelt. Und Leute, schreibt mir in die Kommentare, mit welchem Pokémon ihr das erste Mal X und Y durchgespielt habt. Habt ihr auch solche 0815 Pokémon wie Lucario, Lapras und die Kanto-Start benutzt? Ich denke, beim ersten Mal durchspielen dieser Spiele, besonders wenn sie gerade erst herausgekommen sind, will man unbedingt einen Kanto-Start im Team haben, denn da gab es zum ersten Mal die Mega-Entwicklungen. Ich glaube, jeder war auf die Mega-Entwicklungen richtig gehypt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. So, Tackle auf Fletching und wir wechseln raus in Pipi.
wirklich, ich glaube, jeder. Und Lucario. Lucario, die Kanto-Starter, man hatte die eigentlich, könnte man sagen, immer im ersten Playthrough von X und Y drin. Denn die Mega-Pokémon waren hier wirklich zum ersten Mal bekannt. Man wollte sie ausprobieren. Es war ein richtig cooles Feeling, diese Pokémon zu spielen. Fand ich halt, wie ich es damals spielte. Das fand ich richtig cool, das muss ich schon sagen. Deshalb habe ich natürlich Lucario und Glurak, Mega Glurak Y hier gespielt. Und seitdem ist Mega Glurak Y mein Lieblings-Pokémon. Wahrscheinlich dadurch, ja durch X könnte man sagen, aber durch Y ist Mega Glurak Y mein Lieblings-Pokémon geworden und Glurak auch. Pikachu habe ich immer gemocht. Dann Labras habe ich auch immer gemocht, man musste einen Starter wählen, Feuerstarter war cool. Flammie konnte man sich herunterladen. Es hat eine Mega-Entwicklung, Mega-Logok. Wer hat diese Pokémon nicht gespielt? Wie Aoras zum Beispiel herausgekommen ist, konnte man sich auch gleich einen Tunnel herunterladen. Ein Shiny-Tunnel, oder? War das ein Shiny-Tunnel? Ich glaube schon, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe so schon das Gefühl, dass das ein Shiny-Tunnel war. Okay. Eine TM. Gut. Snowball gäbe es hier. Okay, ich bin mit unserem, könnte man sagen, mit unserem Pflanz-Pokémon sehr zufrieden. Und ich muss schnell cutten. So, es geht weiter. Zebritz gäbe es hier. Ich bin wirklich mit Chevron, also ich glaube, dieses Pokémon ist Mehikel, sehr zufrieden. So. Und welche Pokémon gibt es hier noch? Starlily. Okay, das Pokémon hätte ich gerne gehabt. Aber ich habe Chevron eigentlich noch nie benutzt, glaube ich. Da habe ich Bock auf dieses Pokémon. Aber Leute, schreibt in die Kommentare, mit welchem Pokémon ihr das erste Mal X und Y durchgespielt habt und ob ihr es schon mal gespielt habt. Ich finde, X und Y sind wunderbare Pokémon-Spiele. Natürlich gibt es eine Route, die ich überhaupt nicht mag, die Wüstenroute. In X und Y, die ist schrecklich. Die ist wirklich einfach nur schrecklich. Aber sonst mag ich das Spiel. Da war man gehypt, das erste Pokémon-Spiel von 3DS. Mega-Entwicklungen, der neue Typ Fee. Ja, da war man, denke ich, wirklich gehypt auf diese Spiele. Ich muss sagen, ich war gehypt auf die 6. Generation, also auf die 7. Generation. Ich könnte X und Y öfters durchspielen als Sonnensmond oder Ultrasonnen-Ultramond. Auch wenn X und Y natürlich die Spiele jetzt älter sind, wahrscheinlich davon erst in ein paar Jahren vergleichen, aber so, da die Spiele die 7. Generation erst seit ein, zwei Jahren existiert, habe ich keine Bock, sie durchzuspielen. Obwohl man sagen, nein, 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 okay, ich bin dumm. Warum habe ich Zigzags Kopfnuss nicht erlernt? Ich bin dumm. Warum? Warum? Oh. Okay. Zigzags, du kommst wahrscheinlich raus, dass wir Mehikel ins Team nehmen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ninja, oder? Okay, Ninja. Das war eigentlich klar, dass es sich hier versteckt. Wie in der 3. Generation. Und das ist ein Zubat. Da ist Drasler das perfekte Pokémon. Aber warum habe ich jetzt Zigzags? Ach. Oh mein Gott. Warum habe ich diesen Pokémon jetzt nicht Kopfnuss verliert? Das wäre eine sehr starke Taktik für das Pokémon. Ein sehr gutes Power-Up. Aber warum? Charming Cry? Was ist das für eine Attacke? Eine Feenattacke gegen Doppelteam. Ich denke, Doppelteam werden wir nicht verwenden. Zubat, Zubat. Ging es nicht. Zubat holen wir einfach mal Bunny rein. Bubble müsste eigentlich das Zubat besiegen. Wir benutzen
Tail Whip? Okay, dann benutzen wir Tackle und nicht Rollout, also Walzer. Ich habe Angst, dass es uns vielleicht so besiegt. Und Bunny Recht Level 21, sehr schön. Okay. Dalel Yellow Splitter Tutor muss ein Heike sein oder ein komischer Typ. Warum sollte er sonst Kraxler haben und von irgendwo anders sein? Keine Ahnung. Ist das der richtige Satz? Keine Ahnung, ich habe gerade das nicht verstanden, was er aussagen wollte. So, Blimper werden wir es benutzen. Es ist auf Level 12. Und wir wollen endlich mal einen Primplup, also ein Blibrin. Bubble. Ja, Lillipup. Lillipup. Yorkleff. Ach ja, ich finde es sehr schön, dass es in diesem Hex 6th-Gen und 5th-Gen Pokémon gibt. Das freut mich sehr, muss ich sagen. Und Taylo, das ist ein Schmalbini. Da gehen wir wie einem Bunny. Und Bunny müsste es eigentlich mit Tackle 3 shotten, oder? Und macht Bubble jetzt mehr Schaden. Okay, wir müssen jetzt einen Trank benutzen. Haben wir genug Tränke? Potion haben wir. Wir haben 8 Potion. Die müssten eigentlich ausreichen. Und auf welchem Level entwickelt sich nochmal Marin? Natürlich Grit. Ja, dann werden wir den nächsten Trank benutzen. Und währenddessen sehe ich auf mein Smartphone nach, wann sich Marin entwickelt. Ich habe das Gefühl, dass es sich auf Level 12 entwickelt. Auf Level 14 entwickelt. Aber warum komme ich darauf, dass es sich auf Level 14 entwickelt? Heuler. Und es entwickelt sich auf Level 18. Das Level passt auch Bubble. So, jetzt benutzen wir wieder einen schönen Drang. Und diese Schwalbini, das macht gerade Probleme. So, wir benutzen dieses Mal eine Super Potion. Wir gehen auf die sichere Variante, wenn uns das kritten würde, dass wir einen Attack überleben. Denn Merle ist ein wichtiges Pokémon. Am Anfang, mehrere Pokémon zu haben, ist immer schön. Ah, Aeros City, okay. Hier heilen wir schnell unsere Pokémon und dann werden wir die Route weiterkunden, denn unsere Pokémon sind wirklich wirklich haben Schaden genommen. Sie sind schwach, wir müssen sie, denke ich, heilen. Jetzt werden wir die Route weiterkunden. Ja, hier gibt es etwas noch zu erkunden. Hier ein verstecktes Item vielleicht. Nix-Attack, X-Angriff. Leute, habt ihr eigentlich schon mal einen X-Angriff benutzt? Normalen Blazeroo, nicht in den Nuzlocke. In Nuzlocke kann man die X-Items benutzen. Die finde ich dann legitim oder im Speedrun. Da brauchten sie natürlich zum. Aber sonst denke ich, wird man sie nicht verwenden. Warum sollte ich die X-Items verwenden? Okay, wenn man an Level ist, dann kann man die X-Items verwenden. Die verwendet man ja daher in einem Speedrun. Aber sonst verstehe ich keinen Grund, warum man diese X-Items verwendet. So, in Nuzlocke ist das auch klar. Und Verhöhner, PogChamp, Verhöhner, die beste TM, die es nur gibt. So, jetzt gehen wir weiter. Und werden jetzt die Erstatterkunden, Aeros City. Lasst mich raten, hier ist der Typ schon. Jeden Tag wache ich auf, gehe zum Art Club Café und trinke eine heiße Tasse von irgendwas. Hast du jemals von den Gerüchten über Telmer City gehört? Es soll sich eine Gang da auftreiben. Das ist so angsteinflößend. Ich bin froh, dass ich hier in einer sicheren Stadt lebe. Okay, lass mich raten. Hier werden wir das erstmal gegen eine Rüpelbande kämpfen. Das Aeros Museum ist, hat eine Pause. Ja, du glaubst nicht. Du Kind. Ich werde dich dafür schlagen. Okay, war klar. Sie spricht von einer sicheren Stadt und dann gibt es hier ein Bösewichte-Team. Und es ist Team Museum Clerk. Okay. Der Name passt nicht dazu, aber okay. Und wir sind schon an der Level. Ich glaube, ich darf eine Level-Session haben.
nach diesem Part. Nightshade. Metronom, komm schon. Metronom, Metronom. Donnerblitz, oder? Nightshade. Lol. Okay, Nightshade würden wir leben, also gehen wir auf Charming Cry. Perfekt, die Attacke überleben wir mit 1 KP und dann können wir mit Charming Cry das Natu besiegen. Das ist nett, nett, nett. Bunnelby. Ja, wir benutzen beides. Okay, das ist das Pokémon. Supersonic. Okay, wir müssen rauswechseln in Bunny. Du müsstest eigentlich etwas tanken, oder? Tanken macht mir Schaden, oder? Okay, jetzt macht nach mehreren Nias die Attacke natürlich Schaden. So frech, du bist dran. Und Tackle gegen Bunnelby, sehr schön. Das ist nicht gut. Oh Mann, das ist schlecht. Ich muss das dem Boss erzählen. Ich habe gerade Team Aqua und Team Magma Flashbacks. Ich glaube, ich werde eine Level-Session machen. Ich glaube, auch Mehikel kommt ins Team Start. Obwohl, ich habe Bock auf Zickzacks. Lassen wir das Team jetzt so oder nicht? Wechseln wir etwas aus? Das werdet ihr im nächsten Part von Let's Play Pokémon Geier Nuzlocke sehen. Bis bald. Ciao.